Director's Cut. Hier im Brookhaven Krankenhaus. In der Abteilung für Spezialfälle. Und ich habe hier 2-4 Türen. Ich würde mal sagen, wir gehen da gleich mal rein. Aber kann ich da nichts untersuchen? Die Plakette vielleicht? Nee. James will einfach nicht. Da steht aber was an der Tür, oder? Ah, oh, jetzt bin ich reingegangen. Da steht etwas an der Wand. Das ist ein riesiger Blutfleck. Dreh, dreh, dreh die Zahlen. Vergiss sie besser nicht. Also schreibe ich sie hier auf. Den anderen meinen geheimen Namen. Dreh, dreh, dreh. Ist das ein Hinweis, dass das 9122? Ist das 9122? Dreh, dreh, dreh die Zahlen. Das müsste dann dieses Drehschloss sein, oben an der Kiste. 9122. Okay. Ist überhaupt nicht gruselig oder verdächtig oder so, ne? Wenn ich Nachrichten im Blut schreibe. Schloss ist wohl kaputt. Da, ist das nicht ein Zettel da an der Wand? Ah, Tatsache. Da steht etwas an der Wand. Wenn Joseph ruhig scheint, kann er aus seiner Zelle geholt werden. Das Schloss ist wohl kaputt. Das Schloss ist wohl kaputt. Jetzt ist sie offen. Oh. Ach, die Kamera. Schwester, damit geht's. Stehen sie aus. Das ist aber leider nicht mein Typ. Da geht mir aber trotzdem noch ein Zahlen ab. Dreh, dreh, dreh die Zahlen. Geht vielleicht der andere Code auch mit der 7335? Könnte es sein? Wäre zum Ausprobieren. Auf jeden Fall. Okay, dann gucken wir mal. 9, 1, 2, 2. Tatsache. Dann probiere ich hier mal. 7, 3, 3, 5. Nein, das ist falsch. Mir geht ein Zahlencode ab. Ich werde mich für immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. Oh, hab doch nicht so Kummer. Ich habe irgendwo was übersehen. Die Frage ist, wo? In diesem Dayroom da unten war ich auch noch nicht. Konnte ich da überhaupt durch? Hm. Fragen über Fragen. Aber ich denke mal, nicht mal in der echten Welt könnte das ein gemütliches Krankenhaus sein, oder? Ich weiß auch nicht. Krankenhäuser machen mich immer so... du gehst zwar rein, wenn dir was fehlt oder so, aber du gehst immer mit einem schlechten Gefühl wieder raus. Oder du kommst schon oder du bist mit einem schlechten Gefühl im Krankenhaus und denkst dir so... ja, mei. Hilft dir alles nix. Werd schon nicht sterben hier. Es ist abgeschlossen. Ach, oh, diese Atemgeräusche, Leute. Das macht mich fertig. Die Küche. Na, da unten kann ich nicht hin. Cafeteria. Warum kann ich da nicht rein? Was ist ein BF? Ach, BF ist der Keller.
Dayroom, Dayroom, die sind alle zu. Im ersten, zweiten wie im dritten Stock. Ich muss doch noch irgendwo einen Schlüssel haben. Oder Zugang zu irgendeinem Bereich, wo ich noch nicht war. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe irgendwo etwas übersehen. Hier geht's nirgendwo rein, hier ist alles zu. Das sind die Toiletten, das ist der Aufzug. Das ist auch eine Toilette. Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Nee, Schlüssel habe ich nichts mehr. Wie sieht es denn mit Notizen aus? Tag über Verdacht. Dreh, Zahlen, Louise. Sumpfmonument auf dem Berg bar gefundene Karte. Auf die Whiteboard geschriebene Zahl. Achso, das war das 7335. Das letzte war Louise. Es ist mein Schicksal. Tagebuch vom Dach hilft mir auch nicht weiter. Aufzeichnung eines Arztes hilft mir aber auch nicht weiter. Das waren nur die drei Patienten, oder? Da. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben, er ist in der Kiste, ja. Ist ja schön, aber. Wie komme ich da hin? Mir fehlt ein Zahlencode. Habe ich irgendwo was übersehen? Aber ich war doch überall. Die Tagesräume sind alle zu. Zweiter Stock. Da war auch nichts. Ich bin gerade ein bisschen. Ich hab gerade richtig toll im Dunkeln. Da hängen überall Zettel, aber angucken kann ich keinen. Da hängt was am schwarzen Brett, aber es ist nicht weiter interessant. Für dich ist immer nichts interessant, Chips. Warum? Information, da habe ich die Karte hier. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als alles nochmal abzulaufen, würde ich meinen. Das was bringt, ist die andere Frage, weil für James ist ja nie was interessant. Da ist nichts, nichts Interessantes. Hier brauche ich ein Farbband. Nur Akten und Ordner, die interessieren James auch nicht. Das dachte ich. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte was gefunden, den Zettel hier, aber. Sieht nicht so aus. Dann. Gehen wir mal wieder in den zweiten Stock hoch und gucken uns da um. Außer ich könnte jetzt vielleicht in den Keller runter, aber. Nee, geht da davor. Das letzte Zahlenschloss. Ganz kurz drauf trampeln und wieder wohlfühlen. Da steht nichts Interessantes. Das ist irgendwie sein Standardsatz, kann das sein? Ne. Hallo Kamera, wie geht's? Schloss ist kaputt. Ich kann das nicht öffnen. Ich will das nicht öffnen. Was war hier? Ach, das waren die Spinde. Schrank lässt sich nicht öffnen. Das war der blutige Laborkittel. Das Magazin will er nicht. Und es ist nichts Ungewöhnliches in diesem Schrank.
Das ist ein Magazin, das hilft ihm jetzt auch nicht. Da war ein Pin-Up-Girl. Der Schrank lässt sich nicht öffnen. Nee, hier kann ich nichts machen. Hi. Ich will den Krankenschwester. Was hatten wir hier? Hier gibt es den Teddybär. Der Schrank lässt sich nicht öffnen. Ja, guckt hier noch irgendwas an. Guckt ihr den Teddybär an, oder? Hier ist eine Tüte, da ist nichts drin. Nur ein ganz normales Plüschtier. An einem ganz normalen Ort, in einem ganz normalen Krankenhaus. Ah ja, James. Hab schon verstanden. Ich will jetzt nicht öffnen. Die Kamera ist schon wieder weg. Das kann ich überhaupt nicht machen. Au. Okay, wir haben alles unter Kontrolle. Ich hoffe es zumindest. Wo ist der blöde Zahlencode? Das gibt es doch nicht. Hey. Hieß es da vorher nicht, es ist nur leeres Papier hier? Da ist eine Schreibmaschine. Damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Es ist noch ein Blatt Kohlepapier in der Schreibmaschine eingespannt. Ich kann sie darauf, die darauf hinterlassene Eindrücke lesen. Ich kenne sie, ich kenne die Nummer der Kiste 5533. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst, also kann keiner etwas daran ändern. Wer ich bin, ich weiß nicht, wer ich bin. Wer ich bin, wer ich bin, wer ich... Okay, du bist definitiv Kuckuck im Kopf. Aber wir haben den letzten Zahlencode. 5533. Warum taucht das Blatt Papier auf einmal jetzt auf? War vorhin noch nicht hier. Bin ich schon wieder so stark verwundet, dass ich gleich tot bin, oder? Ja, war klar. Da nehme ich nochmal ein Medikit. Boah, sicher Heilidioms verbrauchen in diesem blöden Krankenhaus. Das ist nicht nett. Und natürlich kommen hier auch noch wieder haufenweise Krankenschwestern. Ich hoffe, dass hier jetzt keine mehr kommt. In diesem engen, dunklen Gang. Okay, ich hoffe, wir können jetzt endlich die Truhe öffnen. Ja, Truhe ist ein bisschen übertrieben. Die kleine Kiste. So. 5, 5, 3, 3. Die Kiste ist leer. Nein, falsch. Das sind ein paar Haare. Widerlich, James. Ich habe ein Haarbüschel. Was könnten wir denn mit diesem Haarbüschel machen? Ich habe vorhin schon gesagt, die Nadel ist zu kurz. Kombinieren mit Haarbüschel, bitte. Ach so, ich muss das vor dem Loch verwenden. Er ist halt doch kein kleiner Guybrush Threepwood. So, wo war jetzt diese kleine Dusche? Scharraum, die erste Tür links. Die erste Tür links. Die erste Tür links. Ich frage mich, was das für ein grüner Schleim ist. Die nächste Frage, was ich mir stellen würde, ist, kommt der von der Tür zum Loch oder vom Loch zur Tür? Das wäre interessant zu wissen. Ja, wobei, ich will es vielleicht gar nicht wissen. So, wir kombinieren das mit dem hier und verwenden das auch gleich. Und schon ist der Aufschluss wieder frei. Ich habe den Schlüssel zum Aufzug. Oh. Ich bin ja kein Fan von Aufzügen. Das wisst ihr ja bereits. Ich
habe den Schlüssel zum Aufzug benutzt. Ja, gehen wir doch mal rein, gehen wir doch. Das kann schon passieren. Was haben wir denn hier? Erster, zweiter oder dritter Stock? Wo bin ich denn nicht hingekommen? Erster Stock? Oh ja, das ist neu. Oh je, yeah. Mir wird so unwohl auf einmal. Schloss ist wohl kaputt. Schloss ist wohl kaputt, aber das ist ab. Darth Vader, komm raus. Ich habe Schrotpatronen. Was guckst du denn da noch an? Patronen für die Pistole. Da steht ein alter Fernseher. Ich verstehe halt nicht, dass James zu nix irgendeinen Kommentar abgibt. Ich hätte da vielerlei Fragen. Da liegen Teddybäre. Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. Liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it. Is that okay? Yes, yes! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay. I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura?
Michael, liebe Leute. Laura hat uns reingelegt. Und ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter von Silent Hill 2 Director's Cut. Das sieht mir nach einer sehr guten Stelle aus für eine erfrischende Pause. Und ich wünsche mal die Showfläche aus. Ich sage mir immer, stay tuned and so long.